Das hier ist GOG Galaxy. Das ist der neue Client von GOG. Das soll Steam-Konkurrenz machen und EA's Origin und Uplay und was es nicht sonst noch alles da draußen gibt. Das ist einfach die neue Übersicht, in der man Spiele installieren kann und Spiele spielen kann und man muss sie nicht mehr über den Store einzeln runterladen und hier werden sie natürlich auch automatisch geupdatet, wenn man denn so will. Denn der Clou an GOG Galaxy ist, dass bestimmte Funktionen abstellbar sind. Man soll nur das benutzen, was man haben möchte, wenn man nur seine Spiele gemanagt haben möchte und Updates haben möchte, dann kann man das haben, man kann seine Freunde einschalten, man kann Achievements einschalten und so weiter und so fort. Das geht zum Beispiel hier, wir sind in der Beta, möchte ich noch hinzufügen, das bedeutet, es sind noch nicht alle Funktionen da und es kommt noch was. Hier, das ist der wichtige Teil, man hat hier auf das Zahnrädchen geklickt und das hier sind die Features, die noch kommen werden: Game, Auto-Updating, Achievements, Game, Time Tracking, Friends and Chat und Notifications. Das bedeutet, man kann sich im Großen und Ganzen dazu entscheiden, nicht ausspioniert zu werden, man kann seine Freunde abschalten, was ja manchmal echt nützlich sein kann, wenn man, nicht gestört werden will. Aber das kommt erst alles noch und ist an dieser Stelle noch nicht ausprobierbar. Es gibt an den Einstellungen noch ein paar andere Sachen, die fehlen, zum Beispiel ein Download Cap wäre echt gut, wenn man sich zum Beispiel die Verbindung teilt und andere Leute im Netzwerk böse werden, wenn man die vollen 20 Megabyte der Leitung braucht, um Myst runterzuladen, wie auch immer. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass das Spiel, der Client meine ich, noch nicht automatisch erkennt, welche Spiele schon manuell installiert worden sind und die dann einfach einfügt. Man kann zwar hier Download Games To und Download Extras To einstellen, aber eben nicht, wo die Spiele denn jetzt letztendlich hin installiert werden. Immerhin kann man die Connections einschränken, das ist ja schon mal was. Und man kann sogar sagen, wo man, wenn man den Client gestartet hat, wo man den landen möchte, zum Beispiel in der Library, was ich eigentlich gut finde, aber man will ja auf die neuen Sachen hingewiesen werden. Dungeon Keeper 2 wurde gerade installiert und ich möchte garantiert nicht, dass GOG Galaxy gleich zu Start des Betriebssystems hochgefahren wird. Man kann auch die Bug Reports ausschalten, wenn man denn so möchte. Ansonsten sieht das hier alles sehr stark nach dem ganz normalen GOG-Download aus, Design aus. Das hier ist eventuell sogar eine HTML-Einbindung der Hauptseite, wo einem die ganzen Angebote gezeigt werden, was ja auch ganz nett ist. Dann kann man hier so neue Sachen kaufen, wenn man denn möchte. Das ist exakt die Oberfläche, hier wird man dann nach PayPal gefragt, nehme ich an. Ich will euch jetzt nicht mein PayPal zeigen. So ist es halt. Hier oben gibt es Knöpfe zurück, die funktionieren nicht immer. Zum Beispiel, wenn man hier ein Spiel auswählt, kommt man auf einmal nicht mehr zurück. Das muss noch ausgefixt werden. Gehen wir zurück in die My Games. Hier sieht man genauso wie auf der GOG-Seite auch seine ganzen Spiele. Ich habe viel zu viele Spiele, das ist ja Seite 1 und von 2 Seiten. Yay. Man kann natürlich Filter einstellen, wenn man nicht so viele Spiele hat wie ich. Ich möchte zum Beispiel auf OS X 10.6 spielen. Und da sind schon einige Spiele da, die darunter funktionieren. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Language geht auch schon. Mode, Singleplayer, Multiplayer, Koop, das ist alles super, das sind tolle Funktionen, für die GOG ja auch toll ist. Hier wären meine Freunde, wenn ich welche hätte. Das Blöde ist an der Freundschaftsauswahl, dass man nur Leute hinzufügen kann, die man auch über die Store-Section findet. Das klingt jetzt, ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es klingt, denn im Store sind, ist das Forum, die Community-Wishlist und die Game-Reviews. Die Sache ist nur, wenn ich jetzt einen Freund per E-Mail kenne, habe ich irgendwie noch nicht wirklich eine Möglichkeit, ihn hinzuzufügen, außer ich weiß, wo er irgendwas gepostet hat. Ja. Ich kann jetzt in die Community-Wishlist gehen und irgendwelche Leute hinzufügen, die ich gut finde. Zum Beispiel Armabird. Invite to Friends, das geht. Ja, aber die Leute, die ich kenne, kann ich momentan noch nicht hinzufügen. Im Galaxy-Punkt war ich noch gar nicht.
Was ist das denn? Ah ja, das ist, hier kriegt man Werbung. Gut. Games browsen, hier auf der Seite. Und was ich cool finde, ist der Support-Button, wo man dann sofort für seine Spiele, die man besitzt, Support einsehen kann. Und das ist gut so. Das ist eine, das ist ein Service. So, und dann kann man hier noch die FAQs einsehen und kontaktieren. Das ist gut. So soll das sein. Ja, ansonsten hat GOG Galaxy noch nicht so viel zu bieten. Es gibt noch den Setting and Privacy Knopf, wo eigentlich noch nichts drin ist. Das kommt dann später vielleicht noch. Und Dungeon Keeper ist fertig. Dazu kann man dann jetzt auch noch Sachen einstellen. Das Manual ist natürlich dabei. Jedes Spiel bekommt seine Anleitung, was eigentlich jedes Spiel haben sollte. Eine Anleitung, auch wenn es heute so vom Papier her gar nicht mehr so gang und gäbe ist. Man kann sein eigenes Spiel dann auch konfigurieren. Ich kann die Updates enablen oder disablen. Ich kann die Extras downloaden. Kann ich noch irgendwas verifizieren, reparieren, falls es kaputt ist. Das kennt man auch von Steam. Da ist die README und hier ist die Anleitung. Hier ist die Anleitung. Ah ja, oh, das sieht ja hübsch aus. Danke, Foxit. Weg mit dir. Haben wir noch etwas? Was ist die Referenzkarte? Ah, das ist dann. Interessant. Mal eine kurze Übersicht. Ah, ich erinnere mich daran. Das lag tatsächlich der Verpackung bei. Das hatte ich dann immer neben meiner Tastatur damals rumliegen. Ja, schön. Das ist GOG Galaxy Beta. Hoffentlich wächst das noch. Denn momentan ist es noch ein bisschen karg.